So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Die Stimme ist immer noch kaputt, aber was hilft da? Natürlich kühlen, wenn der Kehlkopf wehtut, wenn er entzündet ist, am besten kühlen, vielleicht wenn es ein Wespenstich war, vielleicht am besten kühlen. Ich bin gerade in Meiningen, eigentlich bei Pupsi. Pupsi ist aber gerade nicht da, die ist mit Marie gerade unterwegs, was erledigen. Ich habe ein bisschen Eier aufgenommen und ich habe was entdeckt hinter mir. Das möchte ich euch mal zeigen. Hier steht nämlich ein Eisautomat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Vielleicht gibt es das bei euch auch überall. Ich bin wieder der letzte Mensch, der sowas entdeckt. Das ist das erste Mal für mich, dass ich sowas sehe. Der ist hier von der Röhner Eismanufaktur. Natürlich lecker, rund um die Uhr, frischer Eisgenuss. Das sieht richtig cool aus, weil ich das nicht kann. Da habe ich gedacht, nehme ich euch mal mit, zeige euch mal, wie das aussieht. Da gibt es nämlich verschiedene Sorten. 2,20 Euro für eine Sorte. Schokolade, American Cookies, Erdbeersorbet, Vanille Madagaskar, Mango mit Joghurt, Heidelbeer mit Joghurt, Erdnuss mit Schokostückchen, Stracciatella, Limette Minze, Summer Edition und Himbeersorbet. Ich hätte eigentlich gern irgendwas mit Banane gehabt oder so, haben sie nicht. Schoko mag ich nicht, das einzig Normale zwischen Schoko und Vanille ist Erdbeer. Erdbeer ist halt jetzt Sorbet. Pupsi hat mir erklärt, Sorbet ist so, das ist wie eigentlich nur gefrorene Früchte oder sowas. Vielleicht sind da halt Fruchtstücke mit drin. Ich habe trotzdem jetzt 2,20 Euro dabei. Will das jetzt mal hier reinstopfen. Da kommt das Geld rein. Hoffe ich. 2,20 Euro. Dann brauchen wir die Nummer 13. Tipp mal die 13 ein. Jetzt müsste die wilde Fahrt losgehen. Da geht nämlich der Deckel auf. Dann kommt hier oben so ein Staubsauger, das habe ich letztens schon mal beobachtet. Der sucht sich die Sorbet-Sorte, fängt an zu saugen. Da kommt der ganze Schlauch runter. Saugt sich das Eis einfach an, holt es hier vor, wirft es ab. Na gut, er lässt es runter, ganz gemütlich. Die Klappe geht wieder zu, der Schlauch geht wieder zurück. Jetzt hat er es fallen gelassen, ich kann es mir jetzt rausnehmen. Hinten ist noch eine Kuh. Habe ich, wie gesagt, noch nie gesehen. Vielleicht kennt ihr das, ich kenne es nicht. Für mich ist das komplett neu. Deswegen nehmen wir das jetzt mal mit. Unser Erdbeersorbet, natürlich lecker. Da ist auch ein Löffel, glaube ich, mit drin. Wir stellen uns jetzt einfach mal hier rüber. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Andrang ist. Da stehst du da, holst dir Eis, kommen 100 Leute angerannt, wollen auch Eis. Ich stelle das mal kurz hier drauf und dann schauen wir mal, ob wir hier drin jetzt einen Löffel haben. Ihr knickt das nämlich hier auf, ungefähr so. Habt dann hier den Deckel, hier ist das Erdbeersorbet. Hier ist eine Scheibe, die den Löffel festhält und hier oben habt ihr extra jetzt das. Das ist der Löffel. Guckt euch das an. Sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Man kann das ja auch mitnehmen. Man kann sich ja selbst, wenn man weiß, man geht da hin, nimmt man immer einen Löffel mit. Wir gehen jetzt mal hier rein. Merken schon, das ist so fest, dass ihr mit dem Ding eigentlich gar nichts machen könnt. Wir haben jetzt so ein Stück hier abgepobelt. Ist auf jeden Fall mega fest. Schmeckt schon fast wie Wassereis. Mega süß. Hätte ich mir jetzt ein bisschen cremiger vorgestellt, aber wenn es kein Milcheis ist, sondern Sorbet ist das wahrscheinlich, wie Pupsi gesagt hat, dass ihr da wirklich einfach diesen Fruchtsaft habt und die Früchte, die dann halt einfach mega gefroren sind. Ich schleppe das jetzt mal ein bisschen durch die Gegend, bis das ein bisschen weicher ist und probiere in 5 Minuten nochmal, wenn die Sonne das ein bisschen aufgewärmt hat. So, ich habe mir jetzt einen Platz gesucht, das Eis ist jetzt ein bisschen angetaut. Und guckt mal, was es hier gibt. Seht ihr das? Da ist einfach eine Raupe, die raubt hier lang. Die sieht voll haarig aus und leuchtet total und hat hinten so einen spitzen Schwanz. Die ist bestimmt mega ultra hochgiftig, deswegen lasst mal die Raupe lieber in Ruhe. Stellen das hier wieder ab, suchen unseren Eislöffel. Ach so, der ist immer noch hier drin. Jetzt bin ich schon wieder total schwarz, aber egal, das muss gehen. Bauernhof Eispfaff GbR Rödestraße Dermbach. Hm.
Das Ganze besteht nämlich aus 50% Erdbeeren. Komplett 50% Erdbeeren, Zucker, Wasser, Glukosesirup, Dextrose, Zitronensaft, Verdickungsmittel, Johanniskernmehl. Schmeckt? Schmeckt eigentlich? Ist halt wie, ja, wahrscheinlich die gesündere Alternative zu dem normalen Speiseeis, weil es halt aus mehr Früchten besteht und deshalb irgendwie viel natürlicher ist. Jetzt habt ihr hier viel mehr drauf, sieht aus wie Suströming. Es ist halt richtig kräftig erdbeerig, das muss man dem Ganzen schon lassen. Trotzdem, wenn man es so betrachtet, ist das eine Kugel Eis für 2,20 Euro. Und dafür finde ich es schon sehr teuer. Wir haben letztens im Rewe gesehen, da war das Mövenpick im Angebot, so eine ganze Familienpackung für 1,74 Euro. Wenn du da dann hier so ein Kilo oder ein Liter ist das ja dann, ein Liter für 1,74 Euro hast und hier hast du 100 Milliliter, das ist ein Zehntel davon, für 2,20 Euro. Das kann man mal machen als ganz besonderes Erlebnis oder mal zum Testen für so ein Video, dass man einmal sagt, so eine Eismaschine, so ein Eisautomat möchte man mal testen. Ich fand die anderen Sorten aber eh uninteressant. Das war für mich die fruchtigste. Ist mir jetzt, weiß ich nicht, zu speziell. Ich bin kein Sorbet-Freund. Deswegen würde ich sagen, einmal reicht. Nochmal würde ich es mir wahrscheinlich nicht holen. Aber wir können ja mal sagen, habt ihr auch schon so ein Eisautomat gesehen? Kennt ihr die? Habt ihr andere Eisautomaten bei euch in der Nähe? Was gibt es bei euch für Sorten? Und generell, was ist eure Lieblingseissorte? Ich nehme gern Banane, habe ich ja gesagt. Ich muss mich jetzt aber mit diesem Erdbeer zufrieden geben. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.